Deswegen kommen wir zum Tagesordnungspunkt 15, dem Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Leitlinien für eine zeitgemäße Glücksspielregulierung in Deutschland, Drucksache 2644 aus 19, zusammen mit dem Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktionen der FDP betreffend echter Neustart in der Glücksspielregulierung statt Flickschusterei an gescheitertem Staatsvertrag, Drucksache 3414 aus 19. Die vereinbarte Redezeit ist 5 Minuten. Und zum Antrag der CDU und BÜNDNIS 90 der GRÜNEN erteile ich Herrn Bauer von der CDU-Fraktion das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ein Glück für den, der in Hessen derzeit auf dem unregulierten Glücksspielmarkt tätig ist. Der Glücksspielmarkt wächst während dieses rechtlichen Durcheinanders ganz erheblich. Im vergangenen Jahr haben die Wettunternehmen fast 5 Milliarden € eingenommen. Allein durch das Zocken in den Online-Casinos entgehen den Ländern rund 230 Millionen € an Steuern. Marktteilnehmer mit Sitz im Ausland führen nämlich keine Steuern an den deutschen Fiskus ab. Um gegen unseriöse Anbieter im Internet vorzugehen, fehlen schlicht die rechtlichen Grundlagen. Das kann so nicht mehr bleiben, meine Damen und Herren. Und wir als CDU-Fraktion begrüßen deshalb ausdrücklich die klare Position der Hessischen Landesregierung für eine zeitgemäße Glücksspielregulierung. Die Hessische Landesregierung hat an die übrigen Bundesländer konkrete Vorschläge gerichtet, auf deren Grundlage der Staatsvertrag angepasst werden soll. Wir begrüßen diese Vorschläge, da sie den Problemen des Jugendschutzes, der Bekämpfung der Spielersucht, auch des Verbraucherschutzes besser gerecht werden. Und ein Problem, welches auch die Gerichte beschäftigt, ist ja gerade die Vergabe der Sportwettenkonzessionen. Die im Glücksspielstaatsvertrag 2012 vereinbarten 20 Lizenzen für Wettanbieter haben sich schlicht als unzureichend erwiesen. Es gibt deutlich mehr Unternehmen, die interessiert sind, und sie klagten ja auch. Und die quantitative Begrenzung war ja auch bekanntlich gerichtlich nicht zu halten. Und da hilft auch eine Erhöhung, eine Verdoppelung auf 40 nichts, denn schon heute gibt es fast 80 Anbieter, die legal Steuern zahlen. Insofern wird die angedachte und vorgeschlagene bloße Verdoppelung der Lizenzen in einem Entwurf den Problemen nicht gerecht und kann deshalb auch von Hessen nicht unterstützt werden. Wir fordern als Hessen die quantitative Begrenzung der Konzessionen durch eine qualitative Begrenzung der Konzessionen zu ersetzen. Anbieter, die den Jugendschutz, die Bekämpfung der Spielersucht und des Schwarzmarktes gewährleisten können, sollen konzessioniert werden. Die Zuverlässigkeit des Anbieters soll entscheidend sein, meine Damen und Herren. Und ein weiterer Änderungsvorschlag, den wir unterstützen, ist die Höhe der Einsätze. Der Glücksspielstaatsvertrag sieht bekanntlich eine Höchstgrenze des Einsatzes bei Internetspielen von 1.000 € monatlich vor. Experten halten jedoch eine monatliche Verlustgrenze für viel effektiver. Dies und auch eine Selbstlimitierungsmöglichkeit erscheint auch uns sehr viel sinnvoller. Als Schwachpunkt des bisherigen Verfahrens hat sich auch das Glücksspielkollegium in den Ländern erwiesen. Der VGH in Kassel hält dieses Kollegium schlicht für nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, da sein Handeln weder dem Bund noch den Ländern zugerechnet werden könne und damit eine ausreichende Legitimation fehle. Mit einer von unserer Landesregierung vorgeschlagenen Schaffung einer gemeinsamen Anstalt öffentlichen Rechts würde eine effektivere Zusammenarbeit ermöglicht werden. Dass dies der richtige Weg sein kann, beweisen ja auch unsere europäischen Nachbarn. Alle großen Länder, Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien, arbeiten mit eigenen Aufsichts- und Regulierungsbehörden. Das kann kein falscher Weg sein, und auch wir in Hessen und in Deutschland sollten so etwas auf den Weg bringen, meine Damen und Herren. Überfällig ist auch eine einzige bundesweit zentrale Sperrdatei, die auch die Spielhallen umfasst. Und hier müssen im Interesse des Spielerschutzes die rechtlichen Grundlagen geschaffen werden. Wir wollen nicht mehr, dass den Ländern durch das unregulierte Zocken in den Casinos mehrere hundert Millionen an Steuereinnahmen entgehen. Wir wollen uns gegen unseriöse Anbieter im Internet vorgehen und brauchen dazu dringend die gesetzlichen Grundlagen. So wie es derzeit ist, kann es nicht mehr bleiben. Es muss besser werden, und deshalb muss ein rechtssicherer Vorschlag auf den Tisch. Hessen hat hier geliefert, meine Damen und Herren.
und wir werben deshalb darum, dass sich diese hessischen Vorstellungen zur Erreichung von Rechtssicherheit und Rechtsdurchsetzbarkeit viele, möglichst alle, auch zügig anschließen. In unserem vorgelegten Antrag heißt es auch deshalb, der Landtag unterstützt die Landesregierung ausdrücklich bei ihren Bemühungen, ja, man möge sogar sagen, bei dem Werben mit den anderen Bundesländern eine Neufassung des Glücksspielstaatsvertrags zu vereinbaren. Wir sagen aber auch deutlich, und das betone ich an dieser Stelle ausdrücklich, sollten diese Bemühungen mittelfristig nicht zum Erfolg führen, fordert der Landtag die Landesregierung auf, die Kündigung des existierenden Glücksspielstaatsvertrags zu prüfen. Meine Damen und Herren, wir müssen hier einen Schritt vorankommen. Wir brauchen eine rechtssichere Lösung, und Hessen hat hier die entsprechenden Vorschläge auf den Tisch gelegt. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Bauer. Für die FDP erteile ich Ihrem Fraktionsvorsitzenden, Herrn Rentsch, das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Kollege von Ooyen, es geht nicht über Glücksspiele. Nein, es geht vor allen Dingen hier beim Glücksspielstaatsvertrag um die Frage, ob wir ein gesetzliches System in Deutschland haben, das auf der einen Seite Jugendschutz festlegt, ein effizientes System organisiert, wo sozusagen ein Markt, Sie sind ja immer für Regulierung, das bin ich in diesem Fall auch, so reguliert wird, dass man auch eine Steuerungsmöglichkeit hat, und drittens ein rechtliches System vorgelegt wird, das auch anwendbar ist. Und deshalb ist die Debatte, die wir über den Glücksspielstaatsvertrag führen, und die Kritik der FDP, die wir seit Jahren hier in diesem Hause zu dem bisher vorgelegten Konzessionsmodell vorgelegt haben, weiterhin topaktuell. Und ich bin, meine Damen und Herren, dem hessischen Innenminister dankbar, dass er jetzt hier die Initiative ergriffen hat. Das ist sicherlich richtig gewesen. Ich erinnere mich noch an Debatten mit dem sehr geschätzten Kollegen Rolf Müller damals für den Landessportbund, der gesagt hat, wenn wir das sozusagen öffnen, das ist das Ende des Abendlandes, der Landessportbund, der massiv von den Einnahmen von Lotto Toto profitiert und gerade auch im Sportwettenbereich einen Markt sah, hat damals das sozusagen sehr ängstlich gesehen. Ich finde sehr positiv, dass z.B. Heinz-Georg Sundermann, der erfolgreiche Geschäftsführer unserer Lottogesellschaft, irgendwann auch gesagt hat, Freunde, Prohibition bringt uns an der Stelle nicht weiter. Weil die Spieler, die diese Sportwetten gespielt haben und spielen, wenn sie z.B. ein Angebot eines namhaften Anbieters verwendet haben, der teilweise auch Trikotsponsor war, gar nicht gewusst haben, ob das ein deutsches Angebot ist, wenn sie auf die Internetseite gegangen sind, oder ob der Server dieses Unternehmens in Gibraltar steht. Insofern muss man sagen, die Kunden haben schon längst ihre Entscheidung getroffen, obwohl die Länder in dieser Frage noch eine Diskussion führen, die eher in der Steinzeit anzusiedeln ist, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das Konzessionsmodell ist krachend gescheitert. Das liegt auch daran, dass von den 20 Konzessionen, Herr Kollege von Ooyen, bisher keine einzige erteilt worden ist. Und deshalb hat Peter Beuth völlig recht, wenn er sagt, wir werden als Land Hessen einem neuen Vorschlag der Ministerpräsidentenkonferenz nicht zustimmen, wenn dieser sich nicht an den Urteilen des EuGH und der vielen Verwaltungsgerichte, die sich seit Jahren mit dem Thema beschäftigen, orientiert. Es macht doch keinen Sinn, wieder eine rechtswidrige Rechtsgrundlage zu schaffen, die offensichtlich jetzt schon rechtswidrig ist. Und deshalb hat der Innenminister recht, wenn er sagt, wir brauchen eine Rechtsgrundlage, genauso wie Kollege Bauer, die auf einer Seite eine Rechtsgrundlage ist, die nicht wieder von einem Gericht aufgehoben wird, die jetzt auch die letztendlich Leitplanken, die der EuGH und andere Gerichte festgelegt haben, mit aufnimmt, die auf der anderen Seite die Bereiche, die zurzeit boomen, wie Online-Poker und den Online-Casino-Markt, mit aufnimmt. Macht doch gar keinen Sinn, dass wir so tun, als ob das Bereiche sind, die nicht in irgendeiner Form von Kunden stark frequentiert werden. Im Gegenteil, wir wollen als Freie Demokraten, ich glaube, wie die Kollegen auch von Union und Grünen, dass es hier einen regulierten Markt gibt, wo Jugendschutz auch stattfinden kann, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist einer der Punkte, der, glaube ich, sehr zentral ist. Und wir wollen ein Gremium, das ein Glücksspiel, ein Gremium, was letztendlich auch eine Aufgabe hat, die nachvollziehbar ist und nicht im stillen Kämmerlein Entscheidungen trifft, wo keiner weiß, was dort eigentlich passiert. Kollege Bauer hat das nett gesagt. Ich will das mal etwas härter sagen. Ich glaube, dieses Glücksspielgremium ist das Gegenteil von Rechtsstaat. Und wenn wir über Rechtsstaat reden, ist das Erste, was abgeschafft werden muss, diese Institution. Weil es nicht sein kann, dass über einen Markt, wo Hunderte von Millionen jedes Jahr an Steuergeldern am deutschen Fiskus vorbeigehen, wenige Leute, die sich als Experten definieren, quasi die Entscheidung treffen. Und deshalb ist es richtig, ich will das auch ausdrücklich loben, was ich in der FAZ lesen konnte, dass der hessische
Chef der Staatskanzlei, Axel Wintermeyer, den Kollegen in den Staatskanzleien klar gesagt hat, nein, wir werden bei einer rechtswidrigen Rechtsgrundlage nicht mehr mitmachen. Genauso ist es richtig. Und deshalb, ich glaube, es ist Zeit, meine Damen und Herren, dass wir noch einmal den Versuch unternehmen als Land Hessen, und wir sind eines der Länder, was immer das, glaube ich, sehr offensiv diskutiert hat, die anderen Länder auf einen rechten Weg zu bringen. Aber wenn das diesmal nicht der Fall ist, eine eigene gesetzliche Grundlage schaffen, dass wenigstens in Hessen Recht und Gesetz herrscht und nicht wie in anderen Ländern Unrecht herrscht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das sollte dann die Grundlage sein. Das würde bedeuten, dass wir, ähnlich wie Schleswig-Holstein es ja einmal gemacht hat, einen eigenen Weg mit einer eigenen Rechtsgrundlage gehen müssen. Das, was ich als Entwurf aus dem Hessischen Innenministerium kenne, halte ich für eine gute Grundlage. Man kann da über Details falschen. Das sollten wir auch tun. Aber der Weg, der hier beschritten wird, meine Damen und Herren, ist überfällig. Er ist richtig im Sinne des Fiskus, im Sinne des Rechtsstaats und im Sinne auch des Jugendschutzes. Und ich sage auch einmal bei all denjenigen, die davon profitieren, dass wir im Bereich von Lotto und Glücks- und Sportwetten diese Einnahmen generieren, die in Hessen der Jugend, der Kunst, dem Bereich des Sports zugutekommen. Das ist eine wichtige Einnahmequelle in diesem Bereich, und wir sollten alles dafür tun, dass die sozusagen nicht ausgehöhlt wird durch eine rechtswidrige Rechtsgrundlage und durch wieder einen rechtswidrigen Staatsvertrag, meine Damen und Herren. Das sollte das Anliegen dieses Hauses sein. Vielen Dank. Danke, Herr Rentsch. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich Herr Frömmrich zu Wort gemeldet. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin ganz froh, dass wir in dieser wichtigen Frage doch im Hause auf eine breite Einigkeit zurückgreifen können. Es ist schon eine never-ending Story, mit der wir uns hier beschäftigen, was den Glücksspielstaatsvertrag angeht. Es war ja sozusagen schon bei der Debatte seinerzeit des Staatsvertrages war ja absehbar, dass dieser Staatsvertrag vor die Wand fahren wird und dass wir auf jeden Fall die Kriterien, die die Europäische Union seinerzeit angelegt hat, damit nicht erfüllen würden. Wir wussten, dass das kein kohärenter Vertrag ist, der da geschlossen worden ist. Aber das Beharrungsvermögen einzelner Bundesländer war so groß, dass letztendlich dieser Vertrag zustande gekommen ist. Wir haben seinerzeit hier im Hessischen Landtag, als dieser Staatsvertrag diskutiert worden ist, das machen Fraktionen in der Regel nicht so oft, wir haben diesen Staatsvertrag abgelehnt, weil wir schon seinerzeit gesagt haben, es macht keinen Sinn, einen Staatsvertrag zu zeichnen, der letztendlich denjenigen, der ihn umsetzen muss, und das ist nun einmal bedauerlicherweise der hessische Innenminister, der ihn umsetzen muss, vor unlösbare Probleme stellt und der letztendlich vor den Gerichten landen wird. Und genau das ist eingetreten. Wir haben seinerzeit diesen Staatsvertrag abgelehnt. In Richtung von Kollegen Rentsch will ich nur erwähnen, dass Sie den zugestimmt haben. Aber ich habe ja gerade schon bilateral gesagt, das ist eben so mit Staatsverträgen, wenn man in Regierungen ist. Da muss man ein bisschen flexibler sein. Aber es ist gut, dass wir jetzt in dieser Frage eine breite Einigung haben. Wir haben damals schon, und deswegen, da war auch eine große Einigkeit mit dem ehemaligen Innenminister, mit Boris Rhein, dass wir das im Koalitionsvertrag auch geregelt haben und gesagt haben, wir wollen kohärente Regelungen schaffen und wir wollen weg von dieser eigentlich vollkommen nicht nachvollziehbaren Lösung, dass man auf der quantitativen Ebene keine Regelung schafft, Regelungen schafft und die qualitative Ebene vollkommen auslässt. Also, dass man in einen Staatsvertrag sagt, wir lassen nur 20 Konzessionen zu, aber wir regeln den ganzen Bereich der Suchtprävention, Spielerschutz, Jugendschutz, Solvenz der Unternehmen, Zuverlässigkeit der Anbieter, das regeln wir da nicht, sondern wir sagen, wir lassen nur 20 Anbieter zu. Das war von vornherein klar, dass das Ding vor die Wand fährt. Der 21. Bewerber, der nicht genommen wird, klagt. Und vor dieser Situation stehen wir. Und deswegen ist es gut, dass wir hier einen Schritt weiterkommen. Und ich will ausdrücklich loben, dass die Landesregierung jetzt auch so weit ist und in Richtung der anderen Bundesländer sagt, entweder machen wir jetzt eine rechtskonforme Lösung, oder wir kündigen diesen Vertrag und machen in Hessen ein eigenes Glücksspielgesetz, meine Damen und Herren. Es ist ja überhaupt nicht einsehbar, warum wir auf Millionenbeträge Einnahmen verzichten.
Der Spielmarkt unterschiedliche Zahlen zwischen 5 und 7 Milliarden €, die da umgesetzt werden. Da partizipiert Staat fast überhaupt nicht von, keine Steuereinnahmen, keine Abgaben. Aber auf der anderen Seite diskutieren wir hier in diesem Parlament, aber auch in vielen anderen Parlamenten, andauernd darüber, dass wir die Einnahmen der öffentlichen Haushalte verbessern müssen. Und hier haben wir die Möglichkeit, etwas zu regulieren. Ich will nicht sagen liberalisieren. Das war ja auch einmal so eine Debatte, die geführt worden ist. Nein, an klaren Regeln, klare Regeln festlegen, unter denen die Anbieter am Markt teilnehmen können. Und dann ist es egal, ob das 20, 25 oder 50 sind. Aber sie müssen die Regeln einhalten. Und das finde ich einen richtigen Weg, meine Damen und Herren. Und ich will die Landesregierung noch einmal ausdrücklich unterstützen. Der Chef der Staatskanzlei hat das ja in einem Brief an seine Kolleginnen und Kollegen getan, dass er gesagt hat, ich darf daraus zitieren, dass das Land Hessen wird nur einer verfassungsgemäßen bzw. rechtmäßigen Änderung des Glücksspielstaatsvertrags zustimmen. Da haben Sie ausdrücklich unsere Rückendeckung, und Sie sagen auch, welche Punkte dort erfüllt werden müssen. Und das sind die Punkte, die, finde ich, müssen in einem ordentlichen Gesetz geregelt werden. Die Höchstzahl der Konzessionen muss aufgehoben werden. Die Frage der Online- und Pokerspiele muss geregelt werden. Das ist ja absurd. Da findet im Internet ein Markt statt, und wir tun so, als gäbe es diesen Markt überhaupt nicht und überlassen den einfach denen, die aus dem Ausland heraus diese Spiele anbieten. Von daher glaube ich, wir sind auf einem guten Weg. Und ich finde, man sollte hier auch noch einmal sehr deutlich sagen, und das hat die Landesregierung, das hat auch der Chef der Staatskanzlei gesagt, entweder kommen wir mit den anderen Bundesländern, da müssen sich die anderen Bundesländer auch bewegen, kommen wir zu einem ordentlichen Weg, oder Hessen steigt aus, und dann machen wir ein eigenes Glücksspielgesetz. Und das wird auf jeden Fall verfassungsgemäß sein und rechtskonform. Vielen Dank. Für die Fraktion DIE LINKE, Herr Schaus, bitte. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrags bleibt, was die Sportwettenkonzessionsvergabe angeht, auch nach Jahren eine Pleiten-, Pech- und Pannengeschichte. Schon von Beginn an stand der Glücksspieländerungsstaatsvertrag, als er am 1. Juli 2012 in Kraft trat, unter einem schlechten Stern. Denn ein Bundesland, und das wollen wir mal nicht vergessen, Schleswig-Holstein, wollte auf keinen Fall mitmachen. Schuld daran waren damals die dort mitregierende FDP, die unbedingt eigene Wege gehen wollte und schon als einziges Bundesland 12 Sportwettenkonzessionen vergeben hatte. Dies setzte die anderen Bundesländer, die zu Recht gemeinsam noch klar definierte Kriterien probeweise für 7 Jahre bis zu 20 Konzessionen vergeben wollten, natürlich unter Druck. Hessen und damit dem Innenminister wurde die Zuständigkeit für die bundesweite Konzessionsvergabe übertragen. Und damit begann das Drama als zweiter Teil. Denn die Aufgaben wurden offensichtlich nicht korrekt und auch nicht sorgfältig ausgeführt, wie z.B. das Verwaltungsgericht Wiesbaden in seiner Entscheidung vom 11. Mai 2015 feststellte. Abgesehen davon, dass offenbar im Staatsvertrag selbst Regelungen vereinbart wurden, die europarechtliche Probleme beinhalten, hat das Verwaltungsgericht Wiesbaden aber auch festgestellt, dass das bisherige Verwaltungsverfahren zur Auswahl der Bewerber die verschiedensten Rechtsverstöße und Ausführungsmängel aufweist. Diese Aussage der 5. Kammer ist ja wohl unstreitig eine dicke Ohrfeige für die Landesverwaltung und die amtierenden Innenminister, aber auch für den früheren bis Anfang 2014 amtierenden Innenminister Rhein. Den wollen wir da an der Stelle mal nicht vergessen, denn er hat ja das Verfahren auch mit eingeleitet. Also, meine Herren Innenminister, Sie haben es nicht hinbekommen, innerhalb von mehreren Jahren ein Auswahlverfahren durchzuführen, das dessen rechtlichen Anforderungen entspricht, schieben die Schuld auf andere und wollen nun auch noch die Begrenzung der Konzession aufgeben. Ich finde, eine größere Bankrotterklärung kann man sich selbst nicht ausstellen. Wenn dadurch
zukünftig den privaten Sportwettenbetreibern Tür und Tor geöffnet werden muss und unsere staatliche Lotterie mit all den negativen Folgen für die Destinatäre in Mitleidenschaft gezogen wird, dann kennen und nennen wir die Hauptverantwortlichen. Darauf können Sie sich verlassen. Wenn wir aber aus der Zeitung erfahren müssen, dass der Streit unter den Bundesländern derzeit so groß ist, dass die Hessische Landesregierung nun schon öffentlich mit einem Alleingang droht und damit, wie seinerzeit unter Schwarz-Gelb im Land Schleswig-Holstein, noch mehr Streit auslöst, dann werden wir diesen Weg nicht mitgehen. Die Hessische Landesregierung hat einen großen Anteil am derzeitigen Zustand und Streit unter den Bundesländern. Und deshalb erwarten wir, dass Sie den komplizierten Prozess endlich verantwortlich organisieren, sodass sich am Ende alle Bundesländer verständigen. Das ist Ihre Aufgabe. Das ist Aufgabe der Hessischen Landesregierung und des Innenministers. Dies erreicht man bekanntlich nicht mit Drohung auszusteigen. Ein Ausstieg aus einer gemeinsamen Glücksspielregelung der Bundesländer wäre eine Katastrophe, die wir nicht mittragen werden. In diesem Sinne fordern wir Sie auf, Herr Minister, tätig zu werden. Und, ja, aber die muss hergestellt werden, weil wir uns nicht leisten können, dass in jedem einzelnen Bundesland unterschiedliche Regelungen für die Konzessionen vorgenommen werden. Das ist die Katastrophe, und das wäre das Ende der staatlichen Lotterie. Ja, natürlich sind wir dafür verantwortlich, weil wir haben die Federführung in dieser Frage, Herr Klee. Das Wort hat Herr Abg. Rudolph für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der im Jahre 2012 von allen Bundesländern außer Schleswig-Holstein abgeschlossene Glücksspielstaatsvertrag hatte folgende Zielsetzung. Ich will das noch einmal sagen, weil ich gelegentlich in der Diskussion den Eindruck habe, der gesamte Glücksspielstaatsvertrag sei Murks. Das Bundesland Hessen sei gewissermaßen auch gezwungen worden, ihm zuzustimmen. Ich weiß noch, wie der damalige Chef der Staatskanzlei dazu auch hier im Landtag Stellung genommen hat. Und ich finde es auch interessant, wenn der Sprecher der GRÜNEN dann sagt, na ja, wenn man mal eine Position ändert, muss man flexibel sein. Man könnte auch wendig oder andere Begriffe dafür verwenden. Das ist eine ganz nette Formulierung an der Stelle in Richtung FDP, wenn man Meinungen permanent ändert bei den GRÜNEN. Meine Damen und Herren, es galt und geht darum, bei dem Glücksspielstaatsvertrag die Wettsucht zu verhindern, die Voraussetzungen für eine wirksame Suchtbekämpfung zu schaffen, den natürlichen Spieltrieb der Menschen in geordnete Bahnen zu lenken, den Jugend- und Spielerschutz zu gewährleisten, die Spielerinnen und Spieler vor betrügerischen Machenschaften, Begleitkriminalität zu schützen und die Integrität des Sportes vor den Gefahren durch Sportwetten zu bewahren. Das ist nach wie vor eine richtige Zielsetzung dieses Glücksspielstaatsvertrages. Und das haben auch die verschiedenen Berichte an die EU-Kommission belegt, dass diese Dinge auch zu einem großen Teil schon eingetreten sind. Richtig ist, es gibt Streit über die Wirksamkeit, die Effektivität, die Begrenzung der Konzessionen auf 20 bei Sportwetten, ob dies funktioniert. Dies scheint augenscheinlich nicht der Fall zu sein. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Und, meine Damen und Herren, das Bundesland Hessen hat sich damals regelrecht gedrängt, nach meinen Kenntnissen die Konzessionierung, die Vergabe vorzunehmen. Das war vielleicht im Nachhinein ein Fehler. Und die diversen Urteile der Verwaltungsgerichte zeigen ja auch, man hat administrativ nicht nur gut gearbeitet. Und jetzt, Herr Wintermeyer, das mag so sein, dass Sie das anders sehen. Die Urteile belegen auch klare administrative Fehler. Geschenkt. Jetzt geht es darum, wie gehe ich mit diesem Tatbestand um. Ja, jetzt sagen Sie, das ist aber die Position der FDP schon länger, die übrigens damals auch gezwungen wurde, dem Staatsvertrag zuzustimmen. Das haben Sie gut verhandelt als Koalition. Herr Rentsch hat es widerstrebend gemacht, aber er hat es gemacht. Er weinte, aber er nahm das mit, meine Damen und Herren. Und deswegen geht es darum, wie gehen wir mit dem Tatbestand um, dass wir mehr Anbieter haben. Aber die Frage ist, wenn Sie jetzt hier die Backen so aufblasen, Sie würden das notfalls im hessischen Sonderweg machen. Wie wollen Sie denn das gewährleisten? Die Frage ist doch, wie kanalisieren wir mögliche Einnahmen der Sportwettenanbieter auch für, sage ich mal, den Staat? Das, was wir im Toto-Lotto-Monopol gewährleisten wollen, was notwendig ist, damit wir etwa für den Bereich der Destinäre im Sport bis zur Wissenschaft keine Steuergelder aufwenden müssen, sondern davon profitieren. Wie erreichen wir
dass eben diese Anbieter wie Bed & Win und andere, die in Gibraltar oder sonst wo sitzen, auf Malta relativ wenig bis keine Steuern zahlen, sich einer gesellschaftspolitischen Verantwortung entziehen. Wie erreichen wir, dass wir das kanalisieren? Kriegen Sie das hin, indem Sie den Markt öffnen, so wie FDP, Grüne und CDU da sagen? Das ist für uns die durchaus spannende Frage, ob uns das gelingt. Ich wäre sehr dafür, wenn uns es gelänge, diesen Markt zu ordnen. Aber davor stehen höhere Hürden. Und deswegen ist schon, glaube ich, der Ansatz richtig, dass die Bundesländer gemeinsam etwas versuchen. Ich könnte Ihnen übrigens, Sie wissen es, die Presseerklärung des damaligen und heutigen hessischen Ministerpräsidenten Bouffier zum Abschluss des Staatsvertrages vorlegen. Sie wissen es, er hat den Abschluss des Staatsvertrages ausdrücklich begrüßt. Das war jetzt auch kein Zwang von SPD oder LINKEN. Er hat das freiwillig getan. Dann sollten Sie so fair auch sagen, ja, wir haben uns grundlegend geirrt, das war alles falsch, was wir damals gemacht haben, aber wir haben es halt gemacht. Das gehört, glaube ich, auch zu einer redlichen Diskussion, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dann sollen wir heute mit dem Antrag der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, der stammt vom letzten Herbst, Leitlinien der Landesregierung begrüßen und das unterstützen. Die liegen ja noch gar nicht einmal dem Landtag vor. Das ist ja auch so eine Frage des Stils, wie Sie immer mit dem Landtag umgehen. Bisher hat es der Innenminister, ja, jetzt können Sie sagen, schaut auf der Internetseite des Innenministeriums möglicherweise. Ich finde, ein sachgerechter Umgang mit dem Parlament, wenn etwas vom Parlament verlangt ist, auch als offiziell diesem Landtag zuzuleiten. Auch das ist mehr als eine Stilfrage. Das ist mehr als eine Stilfrage. Dass der Herr Frömmrich dabei Probleme hat, wenn es um Stil geht, geschenkt, interessiert mich an der Stelle auch nicht. Deswegen, meine Damen und Herren, kann ich nichts begrüßen, was mir nicht vorliegt. Die spannende Frage, Herr Innenminister, wie wollen Sie das umsetzen? Die Frage ist doch auch, wie wollen wir die suchtfördernden Angebote, insbesondere bei Online-Poker und Casino-Spielen oder Live-Ergebniswetten, bei Sportwetten, wie wollen wir das unterbinden? Das ist doch das Problem. Sie können auf jeden möglichen Blödsinn heute wetten, ob in der letzten Minute eines Fußballspiels noch ein Tor fällt. Und das kann nicht im Interesse des Sportes übrigens sein, und das fördert natürlich in der Tat die Spielsucht. Das sind Dinge, wie kriegen wir diese Auswüchse kanalisiert, meine Damen und Herren. Und dann will ich noch einen weiteren Punkt sagen. Was tut eigentlich der hessische Innenminister, wenn es darum geht, konsequent nicht erlaubnisfähige Glücksspielangebote und illegale Spielhallen zu bekämpfen? Da sagen Sie immer, Ihnen sei die Hände gebunden. Ja, da sagen Sie auf der einen Seite Sportwetten, da muss man nur die Konzessionierung aufheben, schon regle ich den Markt. Gehen Sie doch einmal in die Wiesbadener Innenstadt, Herr Klee. Gehen wir. Herr Kollege Klee, gehen wir einmal gemeinsam durch die Wiesbadener Innenstadt, gehen wir einmal durch Frankfurt, insbesondere die Geschäfte, die schwarz gedunkelt sind. Das sind die klassischen Anbieter, Tipico und wie sie alle heißen mögen. Die müssen wir auch bekämpfen, weil von diesen Einrichtungen, von diesen Spielangeboten geht eine große Gefahr aus, genauso wie von Internetangeboten. Und daher, Herr Innenminister, was sind denn da Ihre Angebote? Deswegen, meine sehr verehrten Herr Kollege, Ihre Redezeit ist um. Ja, wieso? Halt, halt, Günther. Es ist wieder mal alles kaputt hier. Und deswegen, Herr Innenminister, ja, wir sind sehr dafür, dass die Bundesländer sich verständigen, gemeinsame Lösungen finden. Wenn Sie einen hessischen Sonderweg gehen wollen, dann müssen Sie auch gegenüber dem Parlament darlegen, wie Sie das praktisch umsetzen. So einfach, wie Sie es sich machen, funktioniert es nicht. Wenn Sie den Landtag einbinden wollen, wir sind gerne dabei. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Innenminister Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Glücksspielstaatsvertrag ist gescheitert. Das kann man, glaube ich, deutlich feststellen. Und sogar in dem verschwurbelten Redebeitrag des Kollegen Rudolph, der ja irgendwie noch irgendwie darstellen musste, dass das alles irgendwie nicht so toll ist, was wir da gemacht haben, war ja zu erkennen, dass die dass das, was im Glücksspielstaatsvertrag festgelegt worden ist, irgendwie nicht vernünftig ist und so auch verändert werden muss. Ja, meine Damen und Herren, ein Fehler im Aufmarschplan zieht sich durch die komplette Schlacht. So ist es, und so war es auch damals von uns seitens des Landes in den Verhandlungen mit den anderen Ländern schon deutlich gemacht worden, dass wir im Prinzip, was die Sportwetten angeht, erhebliche Bedenken hatten gegenüber dem, was dann am Ende die Mehrheit der Länder festgelegt hat. Sportwetten finden statt. Sie finden formell illegal statt. Und da sind wir sozusagen mitten in dem Problem. Im Moment sind die Ziele, die wir im Glücksspielstaatsvertrag festgelegt haben,
insbesondere was den Bereich der Sportwetten angeht, aber auch was das Onlinespiel angeht. Suchtbekämpfung funktioniert nicht, ineffektiv. Kanalisation und Schwarzmarktbekämpfung funktioniert ebenfalls nicht, mangelhaft. Jugend- und Spielerschutz findet ebenfalls nicht statt. Die Betrugs- und Manipulationsvermeidung ist nicht sichergestellt. Und eine Wahrung der Integrität des Sports, das fünfte Ziel, ist ebenfalls nicht vernünftig möglich. Also, das heißt, wir haben im Moment die Situation, dass wir die Ziele, die Sie richtigerweise gerade eben noch einmal dargestellt haben, Herr Kollege Rudolph, dass wir genau diese Ziele halt eben mit dem Glücksspielstaatsvertrag, den wir im Moment haben, nicht erreichen. Und deswegen müssen wir es ändern. Es kommt ja noch hinzu, dass uns darüber hinaus, es ist auch deutlich geworden in den Redebeiträgen, staatliche Einnahmen entgehen, Steuereinnahmen entgehen, und zwar in einem nennenswerten Umfang. Aber umgekehrt nicht nur Steuereinnahmen beim Staat, sondern auch Einnahmemöglichkeiten und Einnahmeerwartungen, die insbesondere der deutsche Sport sich erhofft hat. Es gibt nämlich einen staatlichen Anbieter, ODS, der gerne im Sportwettmarkt sozusagen sich beteiligen würde. Das kann er aber im Moment nicht, weil das Geschäft formell illegal ist und der Staat sich an illegalen Geschäften nicht beteiligen kann. Das heißt, der Deutsche Fußballbund, der Deutsche Olympische Sportbund, die haben sich vorgestellt, sozusagen, dass sie eben davon für den Sport profitieren können. Und das ist nicht möglich. Und deswegen sagen wir, das müssen wir jetzt endlich auflösen. Und da sind wir im Moment dabei, meine Damen und Herren. Wir wollen einen transparenten, wir wollen einen diskriminierungsfreien und wir wollen vor allen Dingen einen europarechtskonformen Rahmen für den Glücksspielmarkt in Deutschland erreichen. Und der Vorschlag, den wir dort angeboten haben, der bietet einige Vorteile. Erstens mal eine Auflösung des Stillstandes in dem Bereich, den wir im Moment haben. Zweitens, wir können die, mit den Vorschlägen, die wir gemacht haben, die wesentlichen Mängel, es geht um 5 Leitlinien, die wir vorgestellt haben, können wir die wesentlichen Mängel beseitigen. Das ist unser Angebot auch an die anderen Länder. Übrigens nicht erst gerade, sondern das ist aus dem vergangenen Herbst. Dort haben wir es aufgeschrieben. Aber ich will Ihnen gleich noch sagen, was wir ansonsten dort noch gemacht haben. Wir können das Lotteriemonopol, das staatliche Lotteriemonopol, wo viele ein großes Interesse daran haben, können wir nur auf diese Art und Weise erhalten. Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird der Glücksspielmarkt sozusagen am Ende europarechtskonform von den europäischen Gerichten festgestellt werden. Und damit werden wir dort vor allen Dingen auch die Destinatäre des staatlichen Lotteriemonopols, werden wir denen am Ende geschadet haben. Wir haben die Chance, dass wir neben einem liberalen Sportwettmarkt, neben einem liberalen Bereich des Internetspiels eben das staatliche Lotteriemonopol erhalten können, weil nur der Staat am Ende den Betrug und die Manipulationsvermeidung so hinbekommen kann, dass es halt eben am Ende trägt im Sinne des Glücksspielstaatsvertrages. Und deswegen sind wir der Auffassung, dass wir beides verbinden können, dass wir das Lotteriemonopol auf der einen Seite und einen liberalen Glücksspielmarkt auf der anderen Seite verbinden können, im Interesse der Steuerzahler, aber auch im Interesse zum Beispiel der Sportfamilie. Das ist unser Vorschlag. Wir haben wir wollen den Zielen des Glücksspielstaatsvertrages mit unseren Vorschlägen Geltung verschaffen. Und ich habe schon gesagt, wir kriegen Europarechtskonformität, und unser Vorschlag beinhaltet auch, dass wir hinbekommen, dass wir es bis zum nächsten Sommer, bis zum 1. Juli des nächsten Jahres mit den Vorschlägen, die wir gemacht haben, auch tatsächlich in Recht und Gesetz umsetzen können. Ja, meine Damen und Herren, Kollege Rudolph hat die Frage gestellt, wie wollen wir denn z.B. die Frage Sucht, Wettsucht und Ähnliches, wie wollen wir das aufnehmen bei dem im Bereich der Regulierung von Casino- und Pokerspiel. Ich glaube, dass die Spielerinnen und Spieler in unserem Lande vor allen Dingen nach legalen Möglichkeiten des Spiels suchen. Diejenigen, die das betreiben möchten, die wollen ja legale Angebote. Wir können sie ihnen aber im Moment nicht bieten, weil der gesamte Bereich sozusagen im nicht regulierten Rahmen, eben im illegalen Rahmen stattfindet. Deswegen müssen wir ihn in die Legalität holen, und dann können wir dort mit den Anbietern auch eben die entsprechende Wettsuchtbekämpfung zum Beispiel und den Jugendschutz herstellen. Das ist unser Ziel, und dafür müssen wir die Regeln im Lande ändern. Meine Damen und Herren, es sind viele
Punkte schon angesprochen worden. Deswegen will ich mich nur noch darauf beschränken, Ihnen zu sagen, dass wir bei der Frage der Vergabe der Sportwettkonzessionen eine Situation hatten, die von Anfang an auf dieses Desaster zugelaufen ist. Von Anfang an auf das Desaster. Und ich will Ihnen sagen, von der ersten Sekunde an, Herr Kollege Schaus, weil Sie vorhin gefragt haben, was haben Sie denn gemacht, von der ersten Sekunde an, in der ich im Amt war, haben wir versucht, auf die anderen Beteiligten hinzuwirken, dass wir die Aufhebung dieser quantitativen Begrenzung von 20 Konzessionen erreichen können. Weil es war klar, das gesamte Konzessionsverfahren war klar, dass am Ende dieses Konzessionsverfahrens, wo wir 79 Anbieter haben von Sportwetten, die sogar Steuern in unserem Lande bezahlen, 79 Anbieter, wenn wir die 20 Besten wie auch immer davon auswählen, dass der 21. natürlich dagegen klagen wird und am Ende wird eben keine Konzession vergeben. Und das müssen wir auflösen, indem wir sagen, nein, es kann derjenige Sportwetten in diesem Lande anbieten, der sich an die Regeln des Glücksspielstaatsvertrages oder die wir dort aufgeschrieben haben, hält. Das reicht uns. Das ist hinreichend. Und deswegen müssen wir unbedingt von dieser quantitativen Begrenzung wegkommen. Und das ist unser Ziel. Die Fraktionsredezeit ist beendet, Herr Kollege. Herr Präsident, ich komme zum Ende. Es gehört offensichtlich zu den Regeln. Ich kann es ertragen, sozusagen, wenn Sie den Minister kritisieren. Aber seien Sie mir nicht böse, dass ich das auch einmal sagen möchte. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns im Glücksspielreferat haben in den letzten Jahren Hunderte, Tausende von Ordnern und Seiten mit Geschäftsplänen, mit den Konzessionsunterlagen, die eingereicht worden sind von Unternehmen, haben die bearbeitet. Die haben nach bestem Wissen und Gewissen dafür gesorgt, dass wir diese Bestenauslese in diesem bescheidenen Rahmen, den der Glücksspielstaatsvertrag gegeben hat, dass sie das auf die Reihe bekommen haben. Ich finde das einfach ungehörig, wenn sozusagen die Mitarbeiterin Ich finde das ungehörig, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier sozusagen dafür auch noch angegriffen werden. Die haben ordentlich ihre Arbeit gemacht, dass sie nicht zum Erfolg gekommen sind. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass die Regeln, die wir gemacht haben, und die haben die Politiker gemacht, dass die nicht getragen haben, um am Ende dieses Konzessionsverfahren zum Erfolg zu bringen. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Aussprache kann ich beenden. Ich gehe davon aus, dass inklusive des Entschließungsantrags Überweisung im Innenausschuss erfolgt. Okay. Dann gibt es keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. Also beide Anträge in den Innenausschuss.